Ja, Herr Professor. Selbstverständlich, die Vorlesung heute Morgen. Ja, ja. Ich bin schon vor Ort. Natürlich, der Vorlesungssaal ist vorbereitet, selbstverständlich. Der Vorlesungssaal ist doch vorbereitet, oder? Ich dachte, das wäre morgen. Nein, heute. Das, Herr Professor, ja, natürlich, Sie können sich auf mich verlassen. Alles klar. In einer Minute. Bis gleich. Ja, heute oder morgen? Ja, heute Morgen. Das heißt jetzt? Ja, jetzt. Ja, ich komm gleich. Herzlich willkommen zur Kinderuni. Ihr fragt euch vielleicht, was da unter dem roten Tuch ist. Das ist das heutige Thema. Ich heiße Jan Born. Ich war natürlich auch mal ein Kind. Da sah ich so aus. Und ich habe mich auch schon sehr früh, nämlich bereits als 16-Jähriger, für die Psychologie und für Verhalten interessiert. Und heute bin ich Leiter des Instituts für medizinische Psychologie in Tübingen. Später dann, nach meinem Studium, als ich dann promoviert habe, habe ich angefangen, mich für den Schlaf zu interessieren. Und den beforsche ich auch heute noch. Und darüber will ich auch erzählen. Aber bevor ich darüber erzähle, wollte ich euch mal zeigen, wie mein Arbeitstag aussieht, wie meine Forschung aussieht. Kommt mal mit. Im großen Gebäude, in dem Professor Jan Born arbeitet, stehen neben vielen Computern und Monitoren auch erstaunlich viele Betten. Nein, es ist keine Klinik. Und die Forscherinnen und Forscher arbeiten hier auch nicht so lange, dass es sich für sie gar nicht mehr lohnt, nach Hause zu gehen. Sie arbeiten zwar manchmal auch nachts, die Betten sind dennoch nicht für sie gedacht. Darin liegen Menschen, deren Schlaf untersucht wird. Sie schlafen also für die Wissenschaft. Denn das Institut, dessen Leiter der Psychologieprofessor ist, erforscht etwas, das nur auf den ersten Blick seltsam scheint. Es erforscht den Schlaf. Schlaf erscheint eigentlich langweilig. Da liegt jemand im Bett und atmet ruhig oder wälzt sich hin und her, weil er oder sie zu spät zu viel gegessen hat. Na und? Jan Born versucht zu erklären, was im Schlaf alles passiert und was der Schlaf alles kann. Denn nicht nur die Träume eines Menschen sind aufschlussreich, auch der Schlaf als solcher. Man denkt, der Körper ruht sich nur aus, aber so einfach ist das nicht. Das Gehirn verarbeitet am Tag Erlerntes und der Körper nutzt den Schlaf, um Stoffe zu produzieren, die helfen, Stress auszuhalten. Woher man das weiß? Man kann es an Blutproben erkennen und an mehr oder weniger zackigen Kurvenverläufen, die die Hirnströme wiedergeben. Kleine Metallplättchen, die an der Kopfhaut des Schlafenden angebracht werden, leiten die Erregungszustände an einen Monitor weiter. Das nennt man EEG oder unabgekürzt
Elektroenzephalogramm. Als Kind ahnte Jan Born natürlich nicht, dass er einmal ein bedeutender Schlafforscher werden würde. Er kam in der Schule gut mit, war aber kein Klassenprimus. Auf dem humanistischen Gymnasium, auf das Jan Born ging, mochte er besonders Mathe und Physik. Und dann war es so, dass wir vielleicht 15, 16-jährig unseren Englischlehrer hatten, der ein Hobbypsychologe war, also ein starkes Interesse an der Psychologie hatte und der dann anbot eine AG, eine Psychologie-AG, in der wir dann gelesen haben. Nach dem Abitur kam Born nach Tübingen, doch nicht gleich an die Uni, sondern zu einer Einrichtung, deren Botschafter er auch heute noch ist. Das Leibniz-Kolleg ist eine Institution, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Dort wohnen Abiturientinnen und Abiturienten zusammen in einem großen Haus, müssen sich im neuen Lebensabschnitt nicht einsam fühlen und können ein Jahr lang in alle möglichen Studienfächer hineinschnuppern. Nach diesem Jahr wissen die meisten, was sie studieren wollen. Jan Born hatte aber in der Zwischenzeit einen Studienplatz in Tübingen im Fach Psychologie bekommen und er begann schon während der Kollegzeit mit dem Studium. Ihn interessierte die Abteilung der Psychologie, die sich mit körperlichen Vorgängen befasst. Ja, meine Diplomarbeit habe ich dann in den USA geschrieben, in der State University of New York. Und das Einmalige war dort, dass ich relativ frei forschen konnte. Und das war natürlich für mich auch sehr motivierend und war auch sehr wichtig, dass ich tatsächlich dort bereits auf dem frühen Stadium in gewisser Weise mich selber entfalten konnte. Labor klingt komisch, weil man gleich an Mikroskope und Chemikalien denkt. Im Schlaflabor nimmt man dagegen den Schlaf unter die Lupe. Jan Born konnte hier auch als einer der Ersten den Zusammenhang zwischen Schlaf und Gedächtnis belegen. Ja, liebe Kinder, ihr habt also gesehen, meine Arbeit ist spannend, hält mich wach. Und jetzt geht's richtig los mit der Vorlesung zum Thema »Warum schlafen wir?« Ich werde euch erst zeigen, dass Schlaf ein Verhalten ist. Dann komme ich zur Frage, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir schlafen? Dann zeige ich euch, was ihr ohnehin schon wisst, dass Kinder mehr und tiefer schlafen als Erwachsene. Und zum Schluss komme ich zur Funktion des Schlafes. Und hier möchte ich auch ein wenig näher auf unsere eigene Forschung eingehen, die sich mit der Frage beschäftigt, beziehungsweise mit dem Phänomen beschäftigt, mit der Funktion des Schlafes, nämlich der Gedächtnisbildung beschäftigt. So, was ist Schlaf? Na, ist doch klar, Schlaf ist das Gegenteil von Wachsein. Ja, genau, und guter Schlaf ist das Gegenteil von Stress. Da ist auch etwas Wahres dran. Allerdings bringt uns das nicht wirklich weiter, weil man nun natürlich fragt, was ist Wachheit? Was ist Stress? Daher sind wir Psychologen und die Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten und Erleben. Wir Psychologen sind an einer präziseren Definition, präziseren Charakterisierung des Phänomens Schlaf auf Ebene des Verhaltens und des subjektiven Erlebens interessiert. Was tun wir? Was tut ihr, wenn ihr schlafen wollt? Nehmen wir mal an, ihr spielt Fußball und seid müde. Da werdet ihr euch nicht einfach hinlegen aufs Fußballfeld und schlafen legen. Oder am Abendbrotstisch einfach auf den Tisch hinlegen, schlafen. Nein, ihr geht in euer Zimmer und legt euch dort ins Bett. Das heißt, ihr sucht, um zu schlafen, eine geschützte Umgebung auf, das Bett in eurem Zimmer. Und genau dasselbe tun im Grunde genommen alle Tiere. Ein Vogel schläft nicht etwa im Flug ein. Das können manche Zugvögel beim Langstreckenflug nach Afrika, können sie mitunter kurze Schlafphasen im Flug verbringen. Aber der Normalfall ist, dass ein Vogel zum Nest fliegt, um zu schlafen. Gut, geschützte Umgebung. Dann schlafen wir in einer typischen Körperstellung. Wir schlafen im Liegen. Auf der Seite, auf dem Rücken,
auf dem Bauch, immer im Liegen. Das tun nicht alle Tiere. Manche Tiere können im Stehen schlafen. Pferde oder Elefanten können das, wenn auch nicht so tief. Wir schlafen im Liegen. Und dann entspannen sich unsere Muskeln und Menschen schließen auch ihre Augen zum Schlafen. Ganz wichtig, Augen schließen, dann erst können wir einschlafen. Müssen denn die Augen immer zu sein? Nicht alle Tiere müssen ihre Augen schließen, um zu schlafen. Kaninchen zum Beispiel können mit offenen Augen schlafen. Und dann haben wir die Ebene des subjektiven Erlebens. Und das ist meines Erachtens das überhaupt wichtigste Phänomen des Schlafens. Wenn wir einschlafen und die Augen zumachen, dann verlieren wir unser Wachbewusstsein. Wir fühlen nichts mehr, wir denken nicht mehr, wir gleiten in einen mehr oder weniger bewusstseinslosen Zustand. Und wenn wir dann am Morgen aufwachen, können wir mitunter auch uns an Träume erinnern. Das heißt, ein mehr oder weniger ausgeprägter Verlust des Bewusstseins auf der einen Seite und das Träumen sind die beiden wichtigsten Merkmale des Schlafs auf der Ebene des subjektiven Erlebens. Und wenn man diese Art der Verhaltensanalyse noch weiterführt, dann stellt man fest, dass Schlaf auch durch eine erhöhte Arousal-Schwelle gekennzeichnet ist. Was bedeutet das denn? Arousal-Schwelle, das heißt eine verminderte Ansprechbarkeit auf äußere Reize. Ihr wisst alle, wenn man in jemand tief schläft, dann muss man ihn kräftig schütteln, damit er überhaupt erst aufwacht und dann eine adäquate Reaktion auf irgendeine Frage zeigt. Erhöhte Arousal-Schwelle meint eine verminderte Ansprechbarkeit auf äußere Reize. Man muss tief schlafende Menschen erstmal richtig kräftig schütteln, wecken, damit sie ansprechbar werden. Und jetzt kommt noch ein zweites Fremdwort. Schlaf ist durch eine homöostatische Regulation gekennzeichnet. Homöostatische Regulation, das ist wirklich ein schwieriges Wort, ist aber einfach zu erklären. Wenn ihr einmal eine Nacht nicht schlaft, zum Beispiel Silvester, die Nacht durchmacht, dann werdet ihr sehen, dass ihr in der nächsten Nacht sehr viel länger und sehr viel tiefer schlaft. Der Körper holt sich also den Schlaf wieder zurück. Und das ist homöostatische Regulation. Das heißt, je länger ihr wach seid, desto tiefer und länger schlaft ihr in der sich daran anschließenden Schlafphase. So, wenn man so auf dieser Verhaltensebene Schlaf analysiert, dann stellt man fest, dann findet man, dass nicht nur Menschen, sondern praktisch alle Tiere schlafen. Nicht nur Hunde, Katzen, Affen, Kühe, Pferde, sondern auch Fruchtfliegen, die man häufig verwendet, um die Genetik des Schlafes zu beforschen. Oder die kalifornische Meeresschnecke, die Aplysia, die wir in unseren Untersuchungen verwendet haben, um den Zusammenhang zwischen Schlaf und Lernen etwas zu beleuchten. Oder auch der C. elegans, das ist ein winziger kleiner Wurm mit einem Mikrogehirn, müsste man sagen, einem sehr überschaubaren Nervensystem, welches aus wenigen Nervenzellen besteht. Selbst der Wurm zeigt schlafartige Zustände, insbesondere dann, wenn er etwas lernen soll, etwas im Gedächtnis behalten soll. Schlafen alle Tiere gleich lang? Nein, alle Tiere schlafen, aber sehr unterschiedlich lang. Der Mensch schläft mittel 8 Stunden pro Tag. Die Katze ist ein rechter Langschläfer, schläft 13 Stunden pro Tag. Das Pferd, eher ein Kurzschläfer, schläft nur 3 Stunden pro Tag. Die Fledermaus ist super lange im Schlaf unterwegs, 20 Stunden pro Tag. Der Delfin ist ähnlich wie der Mensch bei 7 Stunden pro Tag. Der Delfin muss übrigens, damit er nicht untergeht, auf den Meeresgrund untergeht, während des Schlafs immer Kreise schwimmen. Und
hält sich dadurch in der richtigen sozusagen Meerestiefe. Der Hamster schläft 14 Stunden, der Koalabär 18 Stunden, der Elefant wiederum nur 4 Stunden. Alle Tiere schlafen mehr oder weniger kurz oder lang. Sie schlafen aber eben sehr unterschiedlich lang. Was der Grund dafür ist, weiß man nicht. Dafür müsste man wahrscheinlich bei diesen Tieren ins Gehirn schauen, gucken, was während des Schlafes da abläuft. Dann hätte man vielleicht eine Erklärung. Aber zunächst zur Antwort auf die Frage, warum schlafen wir? Psychologen sehen im Schlaf ein Verhalten und Psychologen sagen auch, jedes Verhalten ist motiviert. Was ist die Motivation zu schlafen? Müdigkeit. Wir schlafen, weil wir müde sind. Das ist die Antwort eines Psychologen auf die Frage, warum schlafen wir? Und dann stellt sich natürlich daran anschließend die Frage, warum werden wir abends müde? Und da gibt es zwei Antworten auf diese Frage. Auf der einen Seite werden wir müde, weil wir tagsüber aktiv sind. Wir laufen, springen, machen Sport, putzen die Küche, arbeiten kräftig mit den Muskeln. Physische Aktivität macht uns müde. Aber auch geistige, mentale Aktivität macht uns müde. Morgens die Schule, sind wir ziemlich kaum hinterher. Mittags Schularbeiten und dann vielleicht noch ein anstrengendes Buch lesen, macht uns abends auch müde. Egal ob physische, mentale Aktivität, geistige Aktivität, beides macht uns müde. Mist. Und dann gibt es einen zweiten Faktor, der uns müde macht. Forscher haben nämlich gefunden, dass die Müdigkeit einer Tagesrhythmik, einem zirkadianen Rhythmus folgt. Dergestalt, dass die Müdigkeit morgens, wenn ihr in der Schule seid, minimal ist, aber gegen Abend und insbesondere in späteren Abendstunden deutlich zunimmt. Und diese beiden Faktoren wirken nun zusammen. Auf der einen Seite die Aktivität tagsüber und die Tagesrhythmik der Müdigkeit, sodass sie beide zusammen eine maximale Müdigkeit in den Abendstunden ergeben. Und diese maximale Müdigkeit führt dazu, dass ihr einschlaft. Und das ist die Antwort des Psychologen. Diese Antwort würde einen Neurowissenschaftler, einen Biologen, einen Physiologen nicht befriedigen. Der würde nämlich fragen, gibt es vielleicht im Organismus, in unserem Körper, eine Substanz, die sich über den Tag hinweg, über die Wachphase tagsüber ansammelt und dann irgendwo so stark sich angesammelt hat am Abend, dass sie dem Gehirn signalisiert, so, jetzt ist Zeit zum Schlafen, einschlafen. Einen sogenannten Schlaffaktor, der dem Gehirn abends signalisiert, bitte schlaf ein. Die Forschung nach einem solchen Schlaffaktor, die geht schon lange vonstatten. Über 100 Jahren versucht man, solch einen Faktor zu finden. Und erst in jüngster Zeit ist es gelungen, einen ganz heißen Kandidaten für so einen Schlafsignal zu identifizieren. Und das ist das Adenosin. Das Adenosin sammelt sich tatsächlich im Gehirn über den Tag hinweg allmählich an und erreicht sozusagen dann eine gewisse Schwelle am Abend, die so ist, dass das Adenosin dann dem Gehirn sagt, bitte jetzt in den Schlaf übertreten. Und das Spannende ist, da war eine Frage. Gibt es auch ein Gegenmittel? Das Spannende ist, dass es einen Gegenspieler zum Adenosin gibt. Eine Substanz, die Wirkung des Adenosins unterdrückt. Und das ist das Koffein. Und das erklärt auch, wieso Erwachsene, wenn sie Bohnenkaffee trinken, dadurch ihre Müdigkeit unterdrücken können und länger wach bleiben können.
So, jetzt komme ich zu meiner zweiten Frage. Was passiert eigentlich im Schlaf im Gehirn? Und dazu möchte ich euch gerne quasi einladen in unser Tübinger Kinderschlaflabor. In diesem Labor haben wir schon viele Kinder untersucht und geguckt, was während des Schlafs in diesen Gehirnen passiert. Nun muss ich gleich vorweg sagen, mittlerweile ist die Technik so vorangeschritten, dass mobile Messungen möglich sind und dass es letztendlich völlig egal ist, wo man Schlaf misst. Ob im Labor oder zu Hause. Man sollte eigentlich, das ist das Beste, Schlaf dort messen, wo der Mensch am besten schläft, wo er gewohnt ist zu schlafen. Und das ist klar, zu Hause. Insofern messen wir Schlaf bei unseren Kindern in der Regel auch zu Hause im heimischen Bett und nicht im Labor. Und wie genau misst man den Schlaf? Egal, völlig egal, wo wir messen, das Verfahren, mit dem wir den Schlaf messen und das, was im Kopf während des Schlafes passiert, ist immer das Gleiche und das ist die Polysomnographie. Die Polysomnographie, das ist ein schwieriges Wort, heißt zu Deutsch viel Schlafableitungen. Das ist irgendwie falsch. Man schläft nicht viel bei diesen Ableitungen, sondern man macht viele Ableitungen, mehrere Ableitungen, um den Schlaf zu erfassen. Bei der Polysomnographie werden eben drei Signale, die aus dem Kopf kommen, gleichzeitig abgeleitet. Da ist zunächst und das wichtigste Signal die Hirnstromkurven. Das Gehirn funktioniert nämlich mit Strömen. Allerdings super kleinen, minimalen Strömen. Die sind lange nicht so groß wie die aus der Steckdose. So klein, dass man sie über Sensoren, genannt Elektroden, die man auf den Kopf klebt, erfasst und dann zu einem Verstärker leitet, um sie überhaupt sichtbar machen zu können. Mit diesen Elektroden auf dem Kopf kann man also Hirnstromkurven, das sogenannte Elektroenzephalogramm, EEG, messen. Aber man misst eben nicht nur die Hirnstromkurven, sondern gleichzeitig auch die Augenbewegungen mit Sensoren, mit Elektroden, die rund ums Auge angebracht sind, das Elektrookulogramm. Und man misst als drittes Signal die Muskelaktivität mit Elektroden, mit Sensoren, die am Kinn angebracht werden. Warum am Kinn? Ihr alle wisst, dass wenn der Opa einschläft im Lehnstuhl, als erstes Zeichen, dass er eingeschlafen ist, ihm die Kinnlade runterfällt. Das heißt, die Muskulatur am Kinn ist als offensichtlich ein ganz ausgezeichneter Ort, um die mit dem Schlaf einhergehende muskuläre Entspannung zu erfassen. Wie eine solche Polysomnographie abläuft, sieht man hier auf diesem Bild. Das ist hier in unserem Schlaflabor, und zwar Erwachsenenschlaflabor. Hier rechts seht ihr den Schläfer mit den Elektroden am Kopf, die Verkabelung am Kopf. Die Kabel laufen dann durch ein Loch in der Wand hindurch in den benachbarten Kontrollraum. Und hier sehen die beiden Wissenschaftler auf dem Monitor, was bei dem Schläfer im Kopf passiert. Und was Sie da sehen, das sieht man hier, da sehen Sie zum Beispiel, das in der Mitte, das sind die Hirnstromkurven, da sehen Sie in den Hirnstromkurven plötzlich solche langsamen, hohen Wellen, langsame, hohe Delta-Wellen. Dann wissen die Wissenschaftler, aha, unser Schläfer ist im Delta-Schlaf, Tiefschlaf genannt. Und dann warten die Wissenschaftler wieder und der Proband, der Mensch schläft weiter. Und dann verändert sich auf einmal diese EEG-Spur, diese Hirnstromkurvenspur und wird ganz flach und mit vielen schnellen Wellen.
Und dann wundern die sich und sagen, hey, das sieht ja aus, als ob der wach ist. Das EEG, die Hirnstromkurven, die sehen aus, als ob der wach ist. Der ist aber gar nicht wach, die Augen sind geschlossen. Und gleichzeitig ist auch der Muskeltonus ganz niedrig, die Muskelaktivität ganz niedrig. Die Muskeln also alle schlaff, das nennen wir Atonie. Und im EOG, in den Augenbewegungen, sieht man solche schnellen, sakkadenartigen Augenbewegungen, sogenannte Rapid Eye Movements, schnelle Augenbewegungen, Rapid Eye Movements. Und deswegen heißt diese Schlafphase auch, in der paradoxerweise die Hirnstromkurven so aussehen, als ob er wach ist, hellwach ist, der Proband. Deswegen heißt diese Schlafphase Rapid Eye Movement Schlaf oder kurz REM-Schlaf, REM-Schlaf. Und dieser REM-Schlaf ist auch der Schlaf, der ganz häufig mit lebhaften Träumen, mit bizarren Träumen einhergeht. Deswegen wird er von Laien auch manchmal als Traumschlafphase bezeichnet. Nun, was macht man nun mit solch einer Polysomnographie, die ganze Nacht hindurch aufgezeichnet wird? Man nimmt sich 30 Sekunden Intervalle, Stück für Stück, sukzessive 30 Sekunden Intervalle. Das macht bei 8 Stunden 480 mal 2, 960 30 Sekunden Intervalle und schaut nun für jedes dieser 30 Sekunden Intervalle sich ganz genau die Hirnstromkurven, die Augenbewegungen und die Muskelaktivität an und klassifiziert dann, welches Schlafstadium der Schläfer ist, in welchem Schlafstadium der Schläfer ist. Sieht das nicht immer gleich aus? Entweder kann der Schläfer wach sein, er kann im leichten Schlaf sein, er kann im verfestigten Schlaf, Schlafstadium 2, sein. Er kann im Tiefschlaf oder Deltaschlaf sein oder er kann im REM-Schlaf sein. Diese 5 Zustände werden unterschieden. Wach, leichter Schlaf, verfestigter Schlaf, Tiefschlaf oder Deltaschlaf, REM-Schlaf. 5 Zustände. Und wenn man das jetzt für den Anfang der Nacht macht, dann sieht das so aus, wie das hier dargestellt ist. Am Anfang ist der Schläfer wach, dann geht er meist nach einem kurzen Muskelzucken in den leichten Schlaf, genannt Schlafstadium 1. Nach 1-2 Minuten wechselt er dann in den sich verfestigten Schlaf, Stadium 2. Und erst dann, nach rund 10 Minuten, erreicht er den wirklichen Tiefschlaf, Stadium 3 oder 4. Tiefschlaf gekennzeichnet an den hohen Deltawellen im Hirnstromkurvenbild, im EEG, deswegen auch Deltaschlaf. Ist das denn bei Kindern anders als bei Erwachsenen? Die erste Deltaschlafphase bei jungen Menschen und bei Kindern, die kann relativ lange dauern, eine Stunde, sogar manchmal über eine Stunde, aber dann hört sie dann auf und der Schläfer wechselt in den REM-Schlaf. Das ist dieser schwarze Balken hier. Wenn man das für die gesamte Nacht macht, dann kommt man zu einem sogenannten Hypnogramm oder auf Deutsch Schlafprofil. Und hier seht ihr, dass der nächtliche Schlaf bei Menschen in Zyklen abläuft, sogenannten Non-REM-REM-Schlafzyklen. Er ist erst wach, dann geht er in Schlafstadium 1, 2, 3, 4. Und dann wechselt er in REM-Schlaf. Dann geht's wieder los. Non-REM-Schlafstadium 1, 2, 3, 4. Non-REM-Schlafstadium 3, 4 entspricht dem Tiefschlaf. Und dann kommt der REM-Schlaf. Non-REM-REM-Zyklen. Und jede dieser Zyklen dauert etwa 90 bis 100 Minuten, sodass tatsächlich die ganze Nacht durch 4 bis 6 solcher Non-REM-REM-Schlafzyklen erfüllt ist. Nun, diese Non-REM-REM-Schlafzyklen sehen nicht alle gleich aus. Interessant ist, dass zu Beginn der Nacht, in der ersten Hälfte der Nacht, diese Zyklen sehr viel Deltaschlaf, sehr viel Tiefschlaf enthalten und wenig REM-Schlaf enthalten. Häufig ist es so, dass die erste REM-Schlafphase in der Nacht bei
Kindern, die ja sehr viel Delta-Schlaf haben, bei Kindern kaum identifizierbar ist. Die ist so kurz, weniger als eine halbe Minute lang, dass im Grunde genommen die beiden Zyklen ineinander, die ersten beiden Zyklen ineinander sozusagen verschmieren. Im zweiten Teil der Nacht ist das Bild dann genau umgekehrt. Hier werden die REM-Schlafphasen immer länger, intensiver, während die andere Kernschlafphase, der Tiefschlaf, nur noch sehr sporadisch auftritt und dann in einem etwas leichteren Tiefschlafstadium 3. So, wir haben jetzt viele, viele solcher Hypnogramme bei Kindern und bei Erwachsenen erstellt. Und wenn man die vergleicht, dann fällt einem natürlich auf, dass die vollkommen unterschiedlich sind. Und das wäre jetzt mein nächster Punkt in der Vorlesung, dass nämlich Kinder mehr und tiefer schlafen als Erwachsene. Das ist einmal hier dargestellt anhand eines Diagramms. Hier seht ihr, Kinder, zum Beispiel ein 3 Monate altes Baby, kann durchaus mal 18, 19 Stunden pro Tag im Schlaf verharren, während ein Jugendlicher mit 16 Jahren schon bei den ungefähr 8 Stunden pro Tag, die auch ein Erwachsener schläft. Wenn man dann älter wird, alter Knabe wie ich zum Beispiel, über 60, der schläft dann nur noch 7, manchmal nur noch 6 Stunden pro Tag. Was dann aber noch viel wichtiger ist, ist, dass Kinder im Vergleich zu Erwachsenen tiefer schlafen, das heißt mehr Zeit in den Kernschlafphasen verbringt. Das ist hier dargestellt. Ein einjähriges Baby, das ist die dunkelgraue Fläche, verbringt doch einen erheblichen Teil, fast 50% seiner Schlafzeit, seiner ohnehin schon sehr langen Schlafzeit, im Tiefschlaf, im Deltaschlaf und hat auch substanziell mehr Zeit im REM-Schlaf, während ein junger Erwachsener von 20 Jahren vielleicht nur noch auf 20% Delta-Schlaf und ebenso viel REM-Schlaf kommt. Im weiteren Verlauf des Lebens nimmt dann der REM-Schlaf eigentlich nicht mehr ab, bleibt konstant, aber der Delta-Schlaf nimmt immer, immer weiter ab, sodass tatsächlich richtige Greise, Centenarians, Hundertjährige, häufig kein richtigen Delta-Schlaf mehr bilden. Welche Funktion hat denn überhaupt der Schlaf? Funktionen des Schlafs, ganz wichtig. Das ist jetzt mein letzter Punkt in der Vorlesung. Schlaf hat ganz sicher nicht nur eine Funktion, er erfüllt mehrere Funktionen gleichzeitig. Der Psychologe sagt zum Beispiel, Schlaf ist dazu da, um sich zu erholen. Und da hat er recht, denn nach dem Schlaf fühlen wir uns erholt, tatkräftig, motiviert, gut, einfach. Das stimmt wahrscheinlich. Ja? Das würde aber nicht der Biologe, der Physiologe sagen. Der Physiologe hat vielleicht die Theorie, dass wir schlafen, um Energie zu sparen. Das stimmt auch. Im Schlaf sind die Muskeln entspannt, nicht aktiv und verbrauchen deswegen weniger Energie. Aber das Gehirn, da sieht es anders aus. Insbesondere im REM-Schlaf ist der Energieverbrauch des Gehirns im Grunde genommen genauso groß wie bei Wachheit. Deswegen muss man hinter die Theorie, wir schlafen, um Energie zu sparen, ein kleines Fragezeichen setzen. Auch deswegen, weil nämlich das Gehirn das Organ ist, welches am meisten Energie verbraucht. In der Tat ist es richtig, dass der Winterschlaf dazu da ist, um Energien zu sparen. Wenn ein Murmeltier Winterschlaf hält, dann reguliert es den Energieverbrauch runter, sowohl in den Muskeln, bewegt sich nicht, als auch im Gehirn. Ja, und dadurch kommt das Murmeltier tatsächlich durch den Winter durch, ohne weitere Nahrung aufnehmen zu müssen, weitere Energie aufnehmen zu müssen. Aber der Winterschlaf ist ein völlig anderer als der, den wir täglich, nämlich in der Nacht, schlafen. Qualitativ völlig anders. Von daher also die Theorie, dass wir schlafen,
nachts schlafen, um Energie zu sparen, da möchte ich mal sagen, das weiß man noch nicht so richtig, ob das wirklich stimmt. Was stimmt? Welche Theorien stimmen zur Funktion des Schlafes? Sie sind ganz wichtig auch für Kinder. Das ist nämlich das, dass Schlaf dazu da ist, damit wir wachsen und damit unser Gehirn reift. Denn es ist zum Beispiel so, dass im Schlaf und insbesondere im Delta-Schlaf ein Hormon freigesetzt wird, welches den Namen Wachstumshormon hat, zu Englisch Growth Hormon, und welches die Funktion hat, unser Längenwachstum bei Kindern, das Längenwachstum, das Knochenwachstum zu stimulieren. Für mich persönlich die wichtigste Funktion des Schlafes ist aber die kognitive Funktion des Schlafes, speziell, dass im Schlafgedächtnis gebildet wird. Wir können durch Schlaf etwas, was wir vorher gelernt haben, besser behalten, besser später erinnern. Hilft das auch beim Vokabelnlernen? In unseren Studien lernen die Kinder, aber auch die Erwachsenen, wir machen die Versuche auch bei Erwachsenen oder die Ratten oder die Mäuse, die wir studieren, alle lernen zunächst irgendein Material, Vokabeln, Texte, irgendwas am Anfang. Dann dürfen sie danach schlafen und später wird der Abruf getestet. Und diese Schlafbedingung wird dann verglichen mit einer Bedingung, in der die Kinder lernen, zum Beispiel morgens lernen, dann aber wach bleiben und später der Abruf getestet wird. Schlafbedingung, Schlaf nach dem Lernen, wird verglichen mit wach nach dem Lernen. Das ist hier mal anhand unserer Buttonbox-Aufgabe illustriert, bei der die Kinder lernen, eine Folge von Knöpfen, eine lange Folge von Knöpfen auf dieser Buttonbox zu drücken. Danach dürfen sie entweder schlafen oder sie bleiben wach. Und später wird der Abruf getestet, die Erinnerung, ob sie noch die richtige Knopfdrucksequenz im Kopf haben. Und dann stellt sich bei diesen Experimenten in der Regel raus, dass die Kinder, wenn sie nach dem Lernen schlafen, sehr viel besser diese Reihenfolge von Knöpfen, die sie gedrückt haben, erinnern, als wenn sie nach dem Lernen wach geblieben sind. Und in dieser Weise, das Schema der Experimente ist immer das gleiche, haben wir zeigen können, dass Schlaf generell hilft, neu erlerntes besser abzuspeichern. Egal, ob das Knopfdrucksequenzen sind oder Vokabeln oder Gedichte, alles Mögliche haben wir getestet. Schlaf nach dem Erlernen hilft es, dieses Erlernte abzuspeichern. Wir haben aber auch zeigen können, dass Schlaf das Abspeichern und Verstehen von Regeln fördert. Wenn ihr zum Beispiel Lateingrammatik lernt, dann könnt ihr durch Schlaf das hinterher besser abrufen. Oder Binomialformeln, mathematische Formeln, dann könnte sie durch Schlaf hinterher nicht nur besser abrufen, sondern auch auf ganz neue Aufgaben anwenden, auf neue Probleme anwenden. Das heißt, ihr könnt durch Schlaf nicht nur besser abspeichern, sondern auch das Verständnis für die Regeln verbessern. Und schließlich hilft Schlaf auch, emotionale Erlebnisse abzuspeichern und zu bewältigen, besser einzuordnen. Wenn ihr einmal sozusagen Streit hattet mit der Freundin oder mit einem Freund und darüber schlaft, dann sieht das hinterher doch viel anders aus, nach dem Schlaf anders aus. Und man kann damit besser umgehen. Also insgesamt, und das ist meine Botschaft an euch, der Schlaf ist wirklich für viele, viele Dinge sehr, sehr nützlich. Und ich hoffe sehr, dass ihr ein bisschen von dieser Vorlesung mitnehmt und jetzt vielleicht auch noch ein paar Fragen habt. Vielleicht können ja erstmal die Kinder die Fragen stellen. Ich muss noch ein bisschen schlafen. Ich denke mal, ihr seid alle hellwach und habt den Vortrag verfolgt. Und ihr habt wahrscheinlich auch gelernt, dass man nicht seine Leistung steigern kann, indem man in der Schule schläft, sondern dass die Leistung erst nach dem Schlaf kommt und nicht im Schlaf lernen. Es bedeutet also, dass man vorher was gelernt hat. Man kann also
Zeit bei den Hausaufgaben sparen, wenn man schön lange schläft. So, aber jetzt langer Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt jetzt Fragen stellen an den Professor Born. Und ich sehe schon, der Viktor hat sich als erstes gemeldet. Viktor, was ist deine Frage? Ich habe 2 Fragen. Und meine erste Frage ist, warum gibt es Leute wie den Schlafwandler? Schlafwandeln. Das ist ein Problem bei manchen Schläfern, normalen Schläfern und insbesondere auch bei Kindern häufig zu finden. Schlafwandeln bedeutet, dass eben tatsächlich im Schlaf die Menschen aufstehen und manchmal auch ganz dumme Dinge machen. Und viele denken, das hat was mit den Träumen zu tun, mit dem REM-Schlaf. Stimmt aber gar nicht. Im REM-Schlaf sind die Muskeln tatsächlich völlig schlaff und man kann auch nicht schlafwandeln. Das heißt, Schlafwandeln ist, wenn es denn vorkommt, tritt es meistens im Non-REM-Schlaf auf. Häufig sozusagen an den Übergängen, wenn der Schläfer vom leichten in den tiefen Schlaf geht oder umgekehrt aus dem Tiefschlaf wieder teilweise etwas wacher wird, dann kann es vorkommen, dass tatsächlich mehr oder weniger so eine Art Zwischenzustand auftritt, wo der Schläfer eben ein bisschen wacher ist als im Tiefschlaf, aber eben nicht völlig erwacht ist und dann merkwürdige Verschaltungen quasi im Gehirn auftreten, die ihn dann dazu bringen, aufzustehen aus seinem Bett und vielleicht das Fenster zu öffnen oder irgendwelche andere Dinge zu machen. Aber er hat kein Wachbewusstsein, das heißt, man sollte auch Schlafwandler mit Vorsicht ansprechen, wenn man sieht, eben, da ist jemand, der schlafwandelt. Das kann sein, dass er dann eben durchs Ansprechen aufwacht und dann auch tatsächlich etwas aufschreckt. Ja. Fragen wir erstmal, oder Laila, was sie für eine Frage hat. Laila. Warum sprechen wir während dem Schlaf? Das ist ähnlich wie beim Schlafwandeln. Manche machen das, manche machen das nicht oder die meisten Menschen sprechen nicht im Schlaf. Aber es kommt schon auch vor, dass, Kinder und Erwachsene eben im Schlaf sprechen. Das ist nicht der Normalfall. Auch da denkt man, es hat was mit den Träumen zu tun, muss es aber nicht haben. Das Sprechen, das ist eben auch, im Grunde muss man sich so vorstellen, ähnlich wie beim Schlafwandeln, dass während des Schlafes das Gehirn in einem sehr organisierten Zustand, in einem sehr organisierten Modus arbeitet. Und manchmal kommt es sozusagen zu kleinen Fehlfunktionen. Das sind kleine Irrtümer in der Organisation des Gehirns während des Schlafes. Und dann kann es passieren, dass tatsächlich der normalerweise unterdrückte motorische Output, das Laufen oder Aufstehen oder das Sprechen, plötzlich doch sichtbar wird. Wir also anfangen zu sprechen im Schlaf, auch sozusagen am Ende eines Traumes, wenn gerade die REM-Schlafphase aufhört, werden tatsächlich sozusagen solche Steuerungsbefehle, die da im Gehirn ablaufen, auf einmal sichtbar in Form von Sprache. Schlaf ist eine spannende Angelegenheit. Ja. Da kann einiges passieren. Jetzt bin ich gespannt auf Charlottes Frage. Warum brauchen wir mehr Schlaf, wenn wir krank sind? Oh, das ist eine wichtige Frage. Wenn wir krank sind, ja, ist es meistens so, dass unser Immunsystem anfängt zu arbeiten und den Erreger bekämpft. Ja? Und das kostet Kraft, Energien, den Erreger zu bekämpfen. Und wenn wir sozusagen quasi wie tagsüber mehr Sport treiben, aber nicht eben Sport treiben im gesunden Sinne, sondern eben versuchen, den Erreger zu bekämpfen, dann sind wir quasi auch aufgrund dieser Anstrengung der Krankheitsbekämpfung, werden wir müder. Das heißt, wenn wir eben irgendeinen Infekt haben, ist ein Zeichen der Infektion häufig,
dass wir eben uns sehr müde fühlen. Und dann schlafen wir dementsprechend auch länger. Man schläft auch, das ist eine ganz interessante Funktion des Schlafes, man schläft auch, um letztendlich ein Gedächtnis für den Erreger auszubilden. Nicht? Das haben wir auch in unserer Forschung zeigen können, dass wenn man schläft, wenn man zum Beispiel eine Erkältung hat, die durch irgendein Virus bedingt ist, dass wenn man dann schläft und tief schläft, dass man dann ein besseres Gedächtnis, dass der Körper ein besseres Gedächtnis für diesen Erreger ausbildet und wir später immun sind, also den Erreger sehr viel effizienter bekämpfen können. Ja? Das heißt, das kann man tatsächlich nahtlos anschließen, so wie das Gehirn im Schlaf lernt, ein Gedächtnis für Vokabeln, für Texte, für Gedichte und so weiter ausprägt, bildet das Immunsystem, unser Krankheitsabwehrsystem, im Schlaf ein Gedächtnis für die Erreger, für die Krankheitserreger aus, mit denen der Körper während der Wachphase zusammentrifft. Und wenn wir später dann sozusagen auf diesen gleichen Erreger treffen, dann werden wir nicht wieder so schnell krank. Also der Schlaf ist schon eine sehr praktische Angelegenheit. Mhm. Und es ist ja auch das Beste, was einem passieren kann, wenn man sich krank fühlt, dass man dann einfach schläft. Dann kann man die Krankheit auch verschlafen, sozusagen. Das ist ganz, darf ich vielleicht da ergänzen, weil es ganz wichtig ist, je besser man schläft, wenn man krank ist oder wenn man auch geimpft wird, ja, wenn man nach dem Impfen ist ja wie eine Art künstliche Krankheit, die man dem Körper beifügt. Wenn man nach dem Impfen oder bei einer Krankheit sehr tief schläft, dann kann man sich sicher sein, dass man immun wird gegen diese Krankheit, also später nicht nochmal an derselben Grippe, an demselben Infekt erkrankt. Johanna, jetzt ist deine Frage an der Reihe. Ich wollte fragen, kann man mal zu viel schlafen? Das ist tatsächlich, was ich mich auch immer mal wieder frage. Kann man zu viel fragen oder umgekehrt, kann man vorschlafen, ja? Auf Reserve, sozusagen eine Art Vorratsschlaf machen? Und das geht nicht. Man kann immer nur sozusagen das Defizit bekämpfen. Wenn man zu lange wach war, wird man müde und schläft eben so lange, bis alles sozusagen wieder im Lot ist. Aber man kann nicht, so wie beim Essen zum Beispiel, einfach mehr essen und dann länger ohne Schlaf auskommen. Das geht nicht. Man wacht automatisch auf, wenn man ausgeschlafen ist. Ja? Und dummerweise geht es nicht, einfach länger im Bett zu bleiben und dann vorzuschlafen, weil man weiß, die nächsten beiden Nächte komme ich nicht richtig früh ins Bett. Deswegen tue ich mal heute Nacht 15 Stunden schlafen. Das funktioniert nicht. Nee, da ist die Biologie, da ist unser Körper so angelegt, dass wir tatsächlich immer nur ausschlafen können und dann hat sich's, ja. Dann wälzt man sich im Bett, ohne dass irgendwas passiert, ja. Sonst könnte man ja vielleicht auch 5 Jahre schlafen und dann 5 Jahre ohne Schlaf auskommen. Aber richtig lustig wäre das auch nicht. Das funktioniert nicht. Das ist das, was ich auch sagte mit dieser in der Vorlesung mit der homöostatischen Regulation des Schlafes. Das heißt, wenn man ausgeschlafen ist, wird man automatisch schwach. Wenn man müde ist, sozusagen einen bestimmten Müdigkeitsgrad erreicht hat, kann man sich eigentlich gar nicht mehr wach halten und fällt in den Schlaf. Ja, es pendelt hin und her, schlaf, wach, im Rhythmus. Ja, jetzt ist aber die Clara, die wartet schon ungeduldig, die ist jetzt an der Reihe. Wie kann man schneller einschlafen? Wie man schneller einschlafen kann? Ich hoffe, dass ihr Kinder super schnell einschlaft, wenn ihr müde seid. Ja, das ist eigentlich der Normalfall, dass man relativ schnell einschläft. Manchmal passiert es, dass man nicht gleich einschläft, weil man noch zu aktiv ist. Deswegen rät man Leuten, die Probleme haben einzuschlafen, nicht etwa am Abend vorm ins Bett gehen
sich zu aktivieren, Sport zu treiben oder sehr spannende Krimis zu schauen oder sonst was. Nein, man soll, bevor man ins Bett geht, bevor man schlafen will, soll man eigentlich sich runterfahren. Sowohl hier oben geistig runterfahren, als auch mit den körperlichen Aktivitäten sich anfangen zu entspannen. Und dann schläft man auch relativ schnell ein. Was auch hilft beim Einschlafen, wenn man es ein bisschen schneller machen will, ist, dass man sich tatsächlich befreit von irgendwelchen Gedanken, mental entspannt, nicht irgendwie an Probleme denkt. Oder ja, manchmal ist das schwierig, aber das ist eigentlich eine gute Regel. Schäfchen zählen ist nicht schlecht. Ja? Okay, das sind die alten Hausmittel. Jetzt wartet der Yin und möchte seine Frage stellen. Meine Frage ist, warum man träumt. Warum träumt man? Das würde ich auch gerne wissen wollen. Warum träumt man? Also die in der Wissenschaft verbreitetste oder Vorstellung ist letztendlich die, dass Träume, jetzt sage ich es mal sozusagen, in der wissenschaftlichen Terminologie ein Epiphänomen sind. Das heißt, eine bloße Begleiterscheinung. Ja? Im Schlaf, muss man sich vorstellen, ist das Gehirn, sind die einzelnen Neuronennetzwerke, die Nervenzellen, die Netzwerke, ja auch aktiv, aber nicht in so einem gerichteten Sinn. Und die Aktivität ist eher sozusagen zufällig. Und diese Zufallsaktivität führt dazu, dass quasi bizarre Dinge erdacht werden, im Traum entstehen, als Traum entstehen. Ja? Was mich persönlich da interessiert, ist tatsächlich eher die ganz grundsätzliche Frage, den Traum erleben wir ja ganz bewusst als solchen und erfahren ihn, aber wir erleben ihn eigentlich immer nur in der Erinnerung. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig, aber so ist es tatsächlich. Wir wissen als Wissenschaftler nicht, ob der Traum, so wie wir ihn träumen, tatsächlich im Schlaf passiert oder ob der Traum, so wie wir ihn erinnern, erst tatsächlich beim Aufwachen entsteht. Ja? Es könnte durchaus so sein, dass wir schlafen und dann aufwachen und in dem Übergangszustand vom Schlaf in den Wachen das Gehirn anfängt, sich zu reorganisieren und so zu funktionieren wie im Wachzustand, dass wir nämlich irgendwie versuchen, bestimmte Dinge, die da im Gehirn, in den Neuronen sozusagen entstehen, zu nehmen und in eine sinnvolle Geschichte zu bringen. Und dieses nimmt sich das wache Gehirn dann in der Erinnerung und rekonstruiert quasi einen Traum im Moment des Erwachens. Gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Die Wissenschaftler haben tatsächlich die ganz große Frage, die mich auch beschäftigt, ob Träume tatsächlich im Moment des Schlafes, des REM-Schlafes zum Beispiel, geträumt werden oder ob sie nicht erst quasi in der Erinnerung entstehen. Wenn man zum Beispiel in der Forschung den Menschen nach dem Erwachen fragt, na, was hast du denn geträumt heute Nacht? Ja? Und dann erinnerte sich, das und das und jenes, den Traum hatte ich gehabt und er war ja super grausam und ängstlich. Ja? Wir wissen im Grunde genommen nicht, ob das sozusagen quasi nur ein Konstrukt unserer Erinnerung ist, wenn wir wach sind, oder ob das tatsächlich so, wie wir es erinnern, im Schlaf passiert ist. Das ist die große Frage. Wir wollen harte Beweise haben und die fehlen momentan. Man kann tatsächlich nicht klar sagen, ob das, was wir als Traum erinnern, tatsächlich im Schlaf so geträumt wird, wie wir es erinnern. Wahrscheinlich ist es in meinen Augen nur eine quasi sozusagen falsche Erinnerung an das, was im Schlaf passiert. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, dass noch ein paar Kinder ihre Fragen stellen können. Wir haben erstmal noch zwei Fragen aus dem Chat.
Die können Sie vielleicht relativ kurz beantworten. Die eine lautet, was muss man tun, um in so ein Schlaflabor zu kommen? Muss man da bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Und die andere Frage ist, warum schlafen die Menschen eigentlich nicht tagsüber, sondern eher nachts? Die zweite Frage, die knüpft direkt an das, was ich in meiner Vorlesung auch gesagt hatte, die Müdigkeit. Ja? Die Müdigkeit folgt einem zirkadianen Rhythmus. Ja? Und dieser zirkadiane Rhythmus ist so, dass die Müdigkeit gegen Abend ansteigt. Ja? Und deswegen können wir abends am besten einschlafen. Morgens sind wir in der Regel eigentlich nicht müde genug, um einzuschlafen. Ja? Das ist der wichtigste Grund, weswegen wir tagsüber eigentlich nicht gut schlafen können. Nicht? Wenn man eine Nacht durchgemacht hat, dann kann man in der Regel auch morgens schlafen. Aber man wird feststellen, auch da schläft man nicht wirklich gut ein, weil eben tatsächlich die zirkadiane Rhythmik der Müdigkeit dagegen wirkt. Ja? Die zweite Frage ist, wie kommt man ins Schlaflabor? Das kann zwei Gründe haben. Der eine ist, wenn man tatsächlich Schlafschwierigkeiten hat, Störungen hat, dann kann man durchaus sich untersuchen lassen und den Schlaf daraufhin untersuchen lassen, ob er sozusagen normal funktioniert. Aber bei uns, wir haben in unseren Labors natürlich immer, also zum ganz großen Teil, gesunde Schläfer. Das heißt, man kann auch, und das ist bei uns auch häufig wichtig, dass wir Kinder in unsere Labors kriegen, um tatsächlich den Schlaf bei Kindern untersuchen zu können, weil der ist besonders wichtig für Kinder, der Schlaf. Also Kinder, ihr könnt euch da vielleicht auch mal anmelden und euch untersuchen lassen. Jetzt haben wir leider nur noch eine Frage, weil die Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten. Alexandra, kannst du deine Frage stellen? Warum macht Koffein wach? Weil Koffein das Adenosin unterdrückt. Adenosin ist die Substanz im Gehirn, die dem Gehirn sagt, ruh dich aus, leg dich schlafen. Koffein verdrängt das Adenosin und hält damit das Gehirn länger wach. Ja, das ist ein Gegenspieler, nennt man das. Ja, und da sieht man auch, dass es wahrscheinlich für Kinder nicht besonders gut ist, wenn sie Kaffee trinken. Also hebt euch das noch ein bisschen auf. Jetzt bedanken wir uns sehr herzlich für eure Fragen und man sieht, ihr kommt alle aus der Praxis, ihr habt alle Schlaferfahrungen. Das war sehr interessant und vielfältig diesmal. Ja, und jetzt habt ihr noch ein besonderes Bonbon vor euch. Jetzt könnt ihr euch noch das Gedicht von Helge Thun zum Schlaf anhören. Scheint die Sonne hell am Tag, sind wir in der Regel wach. Nachts steigt dagegen der Bedarf nach Schlaf. Schlaf ist was anderes als Wachsein, weil er ist genau das Gegenteil. Die Jungen schlafen und die Alten. Schlaf ist quasi ein Verhalten. Dem gehen wir meistens nach im Liegen, Vögel manchmal auch im Fliegen, Pferde können das sogar im Stehen und Kaninchen können dabei sehen. Zumindest haben sie die Augen auf. Da kämen wir im Traum nicht drauf. Der Delfin, der schläft im Schwimmen. Und wenn meine Infos stimmen, dreht er dabei Schwimmschlafrunden. Und zwar für ganze 7 Stunden. Das Pferd, das braucht dafür nur 3. Elefanten sind mit 4 dabei. Katzen 13, Hamster 14. Und um das Wachsein zu verkürzen, braucht 18 der Koala-Bär. So, und wer jetzt glaubt, der Bär, der wäre der längste, kennt sich nicht gut aus. Noch länger schläft die Fledermaus. Die schlägt alle sonst um Längen und lässt sich da so richtig hängen.
Doch was passiert dabei im Hirn, wenn Träume dir das Hirn verwirren? Was wird erinnert, was vergessen? Das wird im Schlaflabor gemessen. Da macht man dann, was man so kann, also ein Polysomnogramm mit EEG und EOG, von mir aus auch mit EMG, und unterteilt dann am Ende alle in lauter kleine Intervalle. 960, ganz schön viel. Und da sieht man dann im Schlafprofil, es gibt von Schlafanfang bis Ende nur 5 verschiedene Schlafzustände. Wach, verfestigt, leicht und tief und, das weiß jeder, der mal schlief, Rapid Eye Movement gleich REM. Da bewegen sich die Augen, denn da ist auch was los im Traum. In den anderen Phasen träumt man kaum. Ein Kind verbringt, das glaubt man kaum, die Nacht, das sieht man, halb im Traum und halb im Tiefschlaf. Der heißt Delta. Doch wird der Mensch dann alt bis älter, wird er mehr und mehr von dem versäumen und kann von Tiefschlaf nur noch träumen. Oh. Warum wird der Schlaf empfohlen? Weil wir uns durch ihn erholen. Entlang der Quer- und auch Längsachsen hilft er Kindern nachts beim Wachsen. Und, oh, ich fange schon an zu gehen. Doch das sollte ich noch erwähnen. Ich persönlich schlafe besonders gern, denn Schlafen hilft dem Hirn beim Lernen. Das kann man am Gedächtnis messen. Wie genau, habe ich vergessen.